Ey. Okay, es ist die Tasche auch wirklich da. Okay, du hast verloren, Eva. Ich fange also an. Ich wollte auch nicht anfangen. Ja. Mhm. Geht der Stift man nicht weiß, hin? Man weiß ja gar nicht, wie Dinos wirklich aussahen, ne? Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration. Felix ist heute wieder dabei. Katja ist tatsächlich noch im Urlaub. Ja. Und wir starten schon mal ins Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Start ins Jahr. Wir machen uns neue, coole Taschen. Die sehen so auch schon cool aus. Die sehen auch schon so gut aus. Ich mag das schwarze Band total gerne. Ja, also erstmal Taschenbesprechung. Da ist noch eine eingepackte. Ist noch eine. Jeder von uns hat eine. Kannst du gerne machen. Sind tatsächlich von H&M. Und wir werden die bemalen. In 5 Minuten. Also Leute, es ist Zeitdruck dabei. Und die Motive werden tatsächlich auch vorgegeben sein. Oho. Felix hat sich gerade überlegt, warum bin ich überhaupt hier? Und wir haben aber ganz viele Stifte. Ja, aber du kommst hier nicht weg, du wirst es machen. Ja. Also, wir nehmen die Acrylstifte dafür tatsächlich, die gehen eigentlich für alles. Was dabei sind wichtig ist. Alles die Acrylstifte? Mhm, ist alles Acryl. Die komplette Kiste. Ja, außer einige. Sorry. Manchmal werfen wir auch andere Sachen in die Kiste. Es ist auch Heißkleber da drin, ein Stick. Okay. Und ich glaube, das hier ist ein Whiteboard-Marker, den sollte man auch nicht. Oh. Okay, du sagst mir, was ich benutzen kann. Ja, du bist Expertin. Also das meiste nicht. Davon geht auf Acryl. Das geht auch auf Acryl. Okay. Also das sind alles Acrylstifte. Mhm. Aber wir dürfen so viele Stifte verwenden, wie wir wollen. Ja, also okay. Wir machen da jetzt nicht noch 3-Marker-Challenge draus. Die gehen auf Glas, Metall, Plastik, Papier. Ich gehe davon aus, die gehen auch auf Stoff. Wenn die also, das alles können. Das, die können alles, deswegen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist wichtig, wenn ihr Stoff anmalt, das kann immer so durchsappen, dass ihr Papier reinlegt. Oder eine Pappe oder Zeitungspapier, was auch immer, damit es halt nicht durchläuft und ihr es dann an der anderen Seite auch seht. Ist bei T-Shirts auch immer so. So, das hier kommt da hinten hin. So, wir haben die beiden. Gefunden. Und wir haben hier eine kleine Auswahl an Stickern. Ich würde sagen, wir schmeißen die einfach mal in eine Tasche rein. Und Felix hat dann das Vergnügen und darf sich als erstes eins aussuchen. Okay. Blind. Blind. Ey. Okay, jetzt ist die Tasche auch wirklich da. Und ich. Meine Scherze sind genauso gut wie letztes Jahr. Was habe ich? Willst du was anderes? Ja. Oder willst du mehrere? Du kannst auch mehrere malen. Wie viele? Direkt die Regeln brechen. Ich will dich nicht. Ich finde den sehr nett. Der ist nett, aber ich will irgendwas. Noch ein drittes. Will ich mir doch einen aussuchen. Okay. Best of three. Was Cooles. Okay, das ist cool. Okay. Den mag ich. Willst du die wieder reinwerfen oder? Willst du die ziehen? Nicht wirklich. Dann nicht. Okay. Na gut. Ich finde die Tasche nicht mehr so offenen Augen. Wenn wir schnell fertig sind, können wir in den 5 Minuten nochmal schnell ziehen und auch was draufmalen. Nein, dann malst du deinen Panda. Na gut. Oh ja, der passt perfekt. Ein Corgi. Ein Corgi mit einem Hintern als Herz rasiert. Fantastisch. Ich glaube, das ist einfach sein Schweif. Das ist sein. Was? Corgis haben nicht so einen Schweif. Na gut. Du kennst dich besser aus, du bist Corgi-Expertin. Ich glaube, und man kann die hinten einfach so rasieren. Und ich habe einen Triceratops. Okay, gut. Dann müssen wir Schnick, Schnack, Schnuck darum machen, wer hier anfangen darf. Mit Brunnen oder ohne? Nein. Hausregeln? Nein. Was nein? Was sind Hausregeln? Mit Brunnen ist Hausregel? Eva, nein. Brunnen ist dämlich, das macht gar keinen Sinn. Okay, du hast verloren, Eva. Ich fange also an. Ich wollte auch nicht anfangen. Ich will auch nicht anfangen. Zu spät. Ja, dann du hättest es ja auch aussuchen können, aber das ist. Du hast Brunnen gemacht. Stop. Okay, du fängst an. Das heißt, ich stelle dir einen Timer, ich nehme die Kamera und dann wird gemalt. Mhm. Ja, also Papier ist hier schon mal drin. Du bist bereit? Ich bin aufgeregt. Du bist aufgeregt. Ich habe mir 4 Stifte rausgesucht. Ja, du kannst auch mehr noch benutzen. Also ja, wenn du noch welche brauchst, kannst du gerne zugreifen. Ich habe geguckt, was gibt es hier so? Wofür brauche ich verschiedene Farben? Mhm. Und danach habe ich ausgesucht. Mhm. Okay, 5 Minuten. Darf man mit Bleistift vorzeichnen? Nein. Okay. Also du hast doch gar keine Zeit, deine 5 Minuten laufen jetzt. Oh nein! Okay, hier passiert noch nicht so viel. Ja, dann schauen wir mal. So. Was ist denn mit diesem Stift passiert? Weiß ich nicht, habe ich so gefunden. Okay. Na gut. Ups. Welcher Teil ist das? Der Kopf. Okay. Das sind die Löcher für die Hörner. Ah.
Das ist eine gute Idee. Das wäre mir wahrscheinlich nicht eingefallen und das hätte ich jetzt schon wieder wegtun können, okay? Was auch immer das ist. Das wird der Kranz. Ist das das Horn? Ja, dieser Kranz am Kopf. Okay. Wir holen mal das Beispiel dazu. Nein. Da ist das Beispiel. Du musst doch drauf gucken. Ja, du kannst ja drauf gucken, es ist jetzt nur näher. Okay. Ja. Meinst du, der restliche Körper passt noch drauf? Ja, sonst hat er einen riesigen Kopf. Ist ja nicht schlimm. Wenn er nicht umfällt, aber gut, er ist zweidimensional. Er ist gezeichnet. Er ist zweidimensional, er kann nicht umfallen. Oh, der Stift lässt nach. Oh nein. Nimm mal einen anderen. Nein. Wir haben viele andere blaue Nein, Stifte. Das muss perfekt werden. Okay. So, großes Bein hier. So. Kommt das hier hin. Und hier kommt das letzte Bein. Das muss ich das noch zusammen. Ja. So. Das, ja. Also eine Form ist auf jeden Fall schon mal erkennbar. Dann habe ich hier für die Hörner diesen Stift. Mhm. Ups, das hätte ich ein bisschen weiter reinmachen müssen. Aber ich male das ja auch gleich noch an. Also geht das. Okay. Okay, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Aber gut. Ja, es ist halt so. Manchmal ändert man es halt nicht, ne? So, okay. Also da wird ein also Horn Hörner gemalt. Kann ich nicht so gut. Das ist nicht meine Stärke. Und hier ist noch ein Horn. Irgendwie macht das gar nicht so viel Sinn. Egal. Und hier sind also noch zwei hier Punkte. Also hier sieht das so aus. Ein Punkt. Okay, das hat wirklich die Hörner irgendwie komisch am Kopf verteilt. Ja, toll. Aber ja, die Nase ist halt doof geworden. Es hat eine Nase? Ja, so. Das Nashorn, haha. Nee, das ist kein Nashorn, das ist ein Triceratops. Aber, ja. Du hast übrigens noch 2,5 Minuten Zeit, die Hälfte deiner Zeit ist vorbei. Ups. Und was ist ich das denn jetzt einfach geworden? An. Ich mal's jetzt an. Es wird angemalt, dann ist es auf jeden Fall, Okay. Ja. Mhm. Geht der Stift man nicht weiß, hin? Man weiß ja gar nicht, wie Dinos wirklich aussahen, ne? Ja. Ob die da so eine Linie auf ihrem Horn hatten oder nicht, es ist alles Spekulation. Wir werden es nie genau wissen. Oh je. Och man, sei nicht so fies. Ich bin nicht fies. Du musst auf jeden Fall das Auge noch malen, das ist wichtig. Das stimmt. Oh Gott. Es hat so gut angefangen. Das ist traurig. Mann, noch ein süßes Auge. Ja, auf jeden Fall, das Auge ist süß, das ist das Wichtigste. Aber man sieht, so Sticker sind immer wieder eine Herausforderung bei so Challenges. Das ist ne? wenigstens Sticker kein Pancake. Oh, aber ich finde, das ist süß. Danke. Man erkennt Ups, es auf ich hab jeden mich angemalt. Fall. Was? Ich habe mich angemalt. Achso. Ihr wollt nicht wissen, wie meine Finger nach so einer Challenge aussehen. Hä? Warte, ich habe hier was vergessen. Den Bauch hast du vergessen. Ja. So. Ja. Das muss jetzt hier auch noch grün, aus irgendeinem Grund. Also, du hast noch eine Minute Zeit. Darf ich einen Tipp geben? Ja. Also, ich würde die Linien nochmal nachzeichnen mit einem anderen Stift, der ein bisschen mehr Farbe hat. Schwarz zum Beispiel. Was? Was? Also, ja, kannst du, aber. Okay. Was? Dann nicht. Was? Dann nicht. Nein. Mit dem hier? Nee, also mit dem nicht. Ja, zu spät. Ich finde den, der ist so. Ich hatte kaputt. Doch nicht noch mehr Farben. Ja, du kannst auch noch welche nehmen. Tja. So, ich versuche vielleicht das Horn noch ein bisschen zu retten. So, guck mal. Ja, genau. Also so meinte ich das, Also so ein bisschen retten damit. Ich schaffe aber nicht mehr, das komplett noch einzumalen. Vielleicht mache ich das später. Du hast noch 22 Sekunden Zeit. Das schaffe ich nicht. Waren das die kürzesten 5 Minuten deines Lebens? Ja. Ja. Dö. Das kann ich noch ein bisschen nachziehen. So, ich auch. Oh, warte, da wollte ich auch noch drum malen. Oh, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Sekunde. Oh, und es ist geschafft. Vorbei. Yay, es ist vorbei. Es ist gar nicht so schlimm geworden. Das geht doch. Darf ich das nachher noch anmalen? Du darfst das nachher auf jeden Fall noch anmalen. Ich finde, das ist gut geworden. Man erkennt auf jeden Fall, was es sein soll. Ich hätte vielleicht das Blau hier noch genommen. Das hatte ich erst ausprobiert, das fand ich nicht so schön. Okay. Das sah ganz anders aus als... dieses Blau. Das ist so dunkel. Okay. Das ist ja eigentlich sehr pastellig hier. Ja. Was muss ja. Und das hier, ich dachte, das wäre halt so pastellig ein bisschen. Mhm. Oder das ist jetzt taubenblau, aber es war dunkler. Also ich kritisiere jetzt und ich gebe jetzt meinen Senf hier dazu, aber ihr habt ganz ehrlich noch nicht gesehen, was bei mir noch passiert. Ja.
Und das war mein allererstes Mal. Also ja, okay. Meine das gibt Runde? Bonuspunkte. Nein. Okay, dann also ich. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und jetzt werde ich meins malen. So, Eva, du bist dran. Das Beste ist, ich kann meine Lieblingsfarben benutzen. Ich nehme ja sonst auch mal bei den Challenges Orange und Pink. Schön. Und ich habe den schwarzen Stift. Und die Zeit? Aus irgendeinem Grund ist meine Kamera angegangen. Das ist jetzt keine Zeit. Ich weiß auch nicht. So, Uhr. Das Gute ist, dass ich die Stoppuhr selber bediene. Ja. Es ist tatsächlich ein Timer, keine Stoppuhr. So, und Zeit läuft. Schauen wir mal. Ja. Jo, also, der hat hier so einen Kopf, der geht hier so rum und dann ist hier ein Ohr dran. Ich bin richtig groß. Du machst das erstmal grob. Ja, ich mach das erstmal grob. Hier ist der Körper. Hier ist so eine Pfote. Dann ist hier ein Bein. Ja. Dann kommt hier das Herz hin. So. Schön großes Herz. Jo, ups. Oh. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich male das alles nochmal nach. Na, so. Und dann habe ich hier, das geht hier weiter. Ja. Und endet dann hier. So. Ja. Es fehlt tatsächlich nur noch, noch der restliche Kopf. Wie viel Zeit habe ich noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Etwas über eine Minute vergangen. Du hast noch genug Zeit. Hier. Mach ganz entspannt. Hier werde ich in Ruhe gewähnt und dann. Das muss schon das groß. Das ist Corgi. So, und dann kommt hier. So. Ja. Okay, der hat dann noch hier den. Diesen Streifen im Gesicht. So. Und. Bisschen wie so, wie so ein Lauch. Ja. Lauchförmig. Auf dem Sticker zumindest. Bei dir eher Schlauch. Der war. Ganz toll. Genauso schlecht wie mein Malen. Oh nein, ich glaube, sie. Nein! Ich muss das, glaube ich, ganz dunkel machen. Ja, und es ist auch. Die Position ist nicht zumindest so gut. Zumindest laut Sticker. Ja. Ich hätte da vielleicht sogar künstlerische Freiheit angewendet und das Innere noch hell gelassen. Nein. Okay. Nein, das wird genauso gemacht, wie es hier ist. Das wird genauso wie auf dem Sticker sein. Ja. So. Dann muss ich auf jeden Fall das Gesicht noch malen. Ein Näschen. So, dann hat es hier so ein Schnütchen. Hast du auch ein Schnütchen? Unglaubliche Fragen hier. Die beim Grinch. Ja. Die komischen Leute. Aber Weihnachten ist vorbei. Ja. Kein Grinch-Content mehr. So, 11 Monate ohne den Grinch. Nein. Werden wir es schaffen, oder nicht? Ich nicht. Okay. Zieh mir im Sommer das Grinch-Kostüm an. Oh nein. Oh nein. Okay, du hast noch etwas über 2 Minuten. So. Würdest du vielleicht mit anderen Farben langsam anfangen? Nein. Okay, der Corgi ist immer noch in Schwarz-Weiß. Ja. Vielleicht bleibt der Corgi auch schwarz-weiß. Du hast jetzt extra das Orange rausgesucht. Ja, ich weiß, aber ich muss das hier auch alles noch ein bisschen schöner machen. Definieren. Vielleicht mache ich auch einfach länger als 5 Minuten. Vielleicht. Wie viel Zeit habe ich noch? 1,40. Oh, ich habe ganz wichtige. So, ich muss auf jeden Fall noch ein paar wichtige Sachen machen. Ja. Pfote. Nein. Warte. Nimm rosa. Ja, ich habe rosa. Ich habe rosa schon. Also die Pfoten muss ich auf jeden Fall auch machen, aber ich mache auf jeden Fall auch das hier. Öhrchen. Die Ohren. Kannst du erstmal andeuten. Ja. Leichte Schattierungen. Mehr als leichte Schattierungen werden das hier auch gerade nicht. Ich habe übrigens noch 1 Minute und 8 Sekunden. Mhm. Kannst du das die halt so bei Comicdruck und sowas, weil das nur ganz viele Punkte sind, wenn es von weiter weg füllt das Gehirn den Rest einfach aus. Mhm, das passiert hier aber nicht. Okay. Du machst das eher mit Strichen. Ich mach das hier mit Strichen. Du hast noch 45 Sekunden. Hier. Zungi? Das ist nicht sein Zungi. Hm. Sein Zungi ist das hier. Ah. Ein anderes Rosa. Mhm, 2 Rosatöne. Wow. Und es gibt noch, Man sieht's. Warte, wo ist denn das andere Bein? Was? Da ist eins und da ist eins. Da ist eins und da ist. Wieso ist denn das eine Bein so riesig? Ja, na, egal. Weil du keinen Platz mehr hattest. Ach. Für das zweite auch so riesig zu machen. Da kommen noch macht das jetzt Sinn? Die Pfotenabdrücke. Warte mal, sind die so rum? Ja, du könntest vielleicht hier, wo der weiße Abschnitt auch nochmal abgrenzen. Das hast du ja beim Gesicht auch gemacht. Ja.
Du hast noch 6 Sekunden. Nein. 5. Nein, 4, nein, 3, nein, 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 ich brauche mehr Zeit. 0. So. Okay. Ich mache einfach weiter. Wie mache ich das hier aus? Das geht nicht aus. Du musst auf Verwerfen drücken. Verwerfen drücken! Was steht das denn? Verwerfen! So. Okay. Gut. Jetzt endlich wieder Ruhe. Ja, mach das noch. Und hier auch noch. So. Ich glaube, das ist der andere Stift, oder? Nee, es ist der richtige. So. Die kleinen Pfotenabdrücke. Die kleinen Pfotenabdrücke. Und mehr dann. Mehr darfst du jetzt nicht machen. Mehr mache ich jetzt auch nicht. Dann ist nämlich der Corgi fertig. Ja, zeig mal. Und hier ist er. Ach, das ist doch süß. Da ist er. Vor allem das Herz kommt richtig gut zur Geltung. Das nochmal ganz ordentlich nachgelegt. Das habe ich nochmal, das habe ich extra nochmal ordentlich nachgemalt. Ja, leg den Corgi nochmal ein bisschen daneben so. So, da ist der Corgi. Ich lege ihn da mitten drauf. Guck mal, die eine Falte macht ihm wie so eine böse Augenbraue. Nein, das ist nicht. Das muss einmal gebügelt werden. Die Tasche ist noch neu. Ja. Also, das muss das hier nochmal. Das ist sehr süß. Oh, ist hier das falsche Pink. Ja. Naja, auf jeden Fall ist ich der auch. Ich wollte bei mir ja auch noch anmalen. Wir können ja nochmal anmalen. Und das zeigen wir dann vielleicht auch später nochmal. So. Aufhören zu malen. Hey, du hast die ganze Zeit weiter gemalt. Ja, aber jetzt habe ich die Kamera wieder angemacht. So. Okay, ihr Lieben. Hier seht ihr nochmal meinen Corgi. Felix malt seinen Triceratops immer noch weiter an. Ich hab den Bauch vergessen hier auf der anderen Seite. Ich bin sofort soweit. 3, 2, 1, Ende. Ja. Aufhören. Aufhören zu malen. Ja, 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 ja. Abgabe. So, ihr Lieben. Unsere erste Challenge des Jahres. Corgi gegen Triceratops. Geh weg damit. So. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches gefällt euch besser. Der kleine Hund oder der Dinosaurier, der noch kleiner ist. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Gerne in die Kommentare schreiben. Du hast XXL übertrieben. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht gefällt es. Vielleicht gefällt es. Vielleicht malen wir es noch weiter an. Dann sehen wir es in einem... Short. Genau. 100 also Punkte Leute, für mich. Lasst euch überraschen. Mal gucken, wie der Triceratops komplett ausgemalt aussieht. Ja. Mal gucken, und ob der Corgi noch orange wird oder ob er so bleibt. Ich finde ihn eigentlich auch so basic, eigentlich auch ganz süß. Gerne in die Kommentare orange schreiben, möchtet ihr es komplett ausgemalt sehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.